Hallo meine lieben Freunde. Ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Man muss schon investieren. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch neue Zuschauer. Ja, ich habe die letzte Folge gerade für euch hochgeladen. Wir haben heute den 20.10. 5.10 Uhr. Ja, und genau hier hatten wir aufgehört. Ihr seht den Schatten. Hier oben ist die Sonne und da ist das Windrad. Ja, mein Kredit ist durchgegangen und Ende der Woche kann ich den meinen PC auch kaufen. Der wird von höchstwahrscheinlich von Argando zusammengebaut, wie mein Rechner früher auch, den ich jetzt habe. Und ich habe mich für die 6800 XT entschieden mit 16 GB RAM. Nicht die 3080 mit 10, sondern das Gegenpendant mit 16 GB. Ja, wir können noch eine Stunde zocken. Dann lassen wir einen Schluck Kaffee. Ja, alles klar. Wir haben nämlich jetzt gleich den nächsten Auftrag bekommen. Also die letzte Folge kann ich euch sehr empfehlen. Das war mit die beste Story-Mission, die wir bis jetzt gezockt haben. Wir haben jetzt 31. Wo bist du? Wir brauchen dich in Esperanza. Aora. Verstanden. Ich komme, Clara. Das habe ich vergessen, was ich sagen wollte, was sie dazwischen gequatscht hat. Ist egal. Die letzte Story-Mission war auf jeden Fall richtig geil. Und wir haben jetzt 31,5% der Story fertig. Über eine Stunde gezockt und nur... Na, wir werden mal sehen jetzt nach der Folge, wie viel wir dann haben von 31,5. Weil die Story ist, glaube ich, ganz schön lang bei Far Cry 6. So. Nächsten Auftrag bekommen. Sitzt er hier noch? Ja, ne? Verdienen wir etwas Geld für mich? Also gerade hat er ja noch eine Goldkette um. Was? Könnt ihr gucken, weil ich das Video beendet habe, hatte er eine Goldkette um. Jetzt ist es eine grüne Kette. 1000 für die Armee, 1000 für die Guerilla. Zeit, Schulden abzuzahlen. Das ist Bembes Insel. Gut. Wir kommen jetzt langsam in einen anderen Bereich von der Karte rein. In der letzten Folge sind wir von hier bis hier. Und dann sind wir von da... ja, bis hier runter. Gut. Dann würde ich sagen, geht das? Ja, das geht. Ist in meinen Augen sehr geiler Far Cry 6, also neuer Teil geworden. Bin ich sehr mit zufrieden. So, setzen wir mal einen Marker. Danny! Danny, Danny, Danny! Was willst du, Micho? Nichts. Nein, es ist besser als nichts. Versprochen. Treff mich im Lager. Ich hab da eine Idee. Ciao! Paolo, ich hab grad mit unserem gemeinsamen Freund Bembe geredet. Was hatte diese Schlange zu sagen? Er meinte, wenn ich noch einmal die Drecksarbeit für ihn mache, ist deine Schuld beglichen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich würde es wieder tun, um mich und Talia aus Yara rauszuschaffen. Danny, ich weiß, welches Risiko du für mich eingehst. Das werde ich nicht vergessen. Dank mir erst, wenn ich lebend zurückkomme. Das ist eben der Paolo, für den wir den... dass die Schulden eintreiben müssen. Nicht eintreiben müssen, ihr... Ist egal. Iranischer Geschichtsverein... Diese Statue wurde der Stadt Segunda im Jahr 1609 von König Philipp III. Von Spanien geschenkt, um seine Unterstützung für die Bewohner der Stadt zu zeigen. Während der Grippeepidemie zahllose Menschen gestorben waren. Sie sollte ihnen in trostlosen Zeiten Hoffnung geben.
Ach, das passt ja an der Grippe-Epidemie. So. Oh, mal sehen, wie weit das weg ist. 600 Meter. Erstmal aus der Stadt raus. Unser Hund ist gar nicht mehr mit dabei. Das war in der letzten Folge auch schon so. Warum, weiß ich auch nicht. Müssen wir aber wieder in die Hauptbasis. Ach, der fährt. Ich dachte, der Wagen steht. Na gut, dann holen wir uns jetzt den hier wieder. Den Weg laufe ich nicht. Nö. Na? Woher kommst du? Was hat er denn da hinten hingestellt, oder was? Oder wohl Sprit sparen? Da müssen wir die ganz... Mal gucken. Nix, Alter, das ist so ein riesen Umweg, oder? Oh, fahren wir trotzdem. Aber wo führt der uns denn langsam? Ihr könnt, wie gesagt, vor- und zurückspulen. Schneid die Videos nicht. Oh, da waren Informationen, die will ich noch haben. Fluppe. Hier drüben. Bestechen? Ja. Und was hast du? Du findest die Vorräte hier. Wehe, du verrätst, dass du das von mir hast. Gracias. Wie viel hat das gekostet? Gut. Das könnten wir eigentlich noch machen. Ich will jetzt mal. Ne, hier. Ich will jetzt erstmal wissen, für was wir bezahlt haben. Das haben wir noch nicht so oft gemacht. Wir haben jetzt eine richtig geile Pump-Action. Mit Brandmunition. Ich warne dich! Na, greif's an. Gut. Verteilt euch! Ja, los, los, los! Unterstützung, oder? Zwei Autos. Und nicht rüber. Ja, nee, ist klar, Alter. Oh, jetzt ist gleich Ruhe im Karton. Da ist noch einer. Wo ist er? Ach, der kommt von da angelaufen, wa? Hier ist ein Schussschütze! Hey!
So. Können wir uns die Kiste holen? Neuer Bogen. Ob der besser ist als die anderen, weiß ich nicht. Hier kann man aber nichts erobern, ne? Na gut. Machen wir weiter im Text. Aber jetzt fahren wir aber mal querfeld ein. Den Rest laufen wir. Wir haben jetzt zwar einen Gaul, aber den Rest laufen wir. Das ist, glaube ich, kein Problem. Ja, und dann können wir, wenn der PC fertig ist, Far Cry 6 in 4K zocken. Aber das dauert lange, bis sehr lange, bis es hochgeladen ist. Für hey, euch. Ebola. Sag mir, was du weißt. Hast du gehört, dass die Danzerhöhle überschwemmt wurde? Eine verdammte Tragödie. Das war echt gut da. Du solltest mal schauen, ob du da noch was Nützliches findest. Sehr nett von dir. Riesenareal. Zuckerplantage. Also ich glaube, das ist die größte Map, die wir bei Far Cry jemals hatten. So. Aber wir können, glaube ich, unseren Charakter gar nicht pushen, ne? Das war doch eigentlich immer so. Ach. Jetzt holen wir uns erstmal wieder unseren Begleiter. So, erstmal wieder reinkommen. Kann man den Charakter Amigos, ja. Fahrzeuge, ach so, da kann man auch noch ausbauen. Sonstiges, Inventar. Charakter pushen. Haben wir erst 6 Stück von 143. Das kann man wohl nur noch mit der Ausrüstung den Charakter pushen. Vielleicht. Moment. Nö, da geht nichts. Man kann natürlich im Koop spielen. Nee, also das war ja eigentlich immer der Fall, dass man den pushen konnte. Moment mal, lieben Freunde, ich brauche mal eine Fluppe. Und dann ziehen wir das durch. So. Erstmal schön einen Schneidersitz setzen. Dann kann das entspannt weitergehen. Ja, vielleicht können wir unseren Charakter pushen in den Lagern, die wir ausbauen können. Neues Foto. Was sollen wir eigentlich machen? Raphael, siehe, seine gefälschten Papiere helfen mir, die Flüchtlinge rauszuschaffen. Bombay hat mir ein Foto von Raphael aufs Handy geschickt. Was machst du da im Wasser? Mal schön sauber machen, wa? Mhm. Natürlich. Das Militär hat sie.
MB, warum gibt's überall, wo du mich hinschickst, Ärger? Mutmaßungen sind Zeitverschwendung und Zeit ist Geld. Nimm die Sache selbst in die Hand, Rojas. Und zwar schnell. Raphael ist da irgendwo. Na, nicht, dass sie die abknallen. Was? Ach so. Das muss Raphael sein, ein Offizier. Ich muss vorsichtig sein. Ja, ja. Ist hier irgendwo ein Alarm? Bild ich mir das etwa ein? Oh, der hat uns fast gesehen gehabt. Ich weiß jetzt nicht, da so richtig hardcore reinmarschieren. Wir töten sie auch. Ach, da kommt einer. Man könnte sonst immer einen Stein werfen und ihn anlocken. Naja gut, das werden wir jetzt mal regeln. Und bis dahin, kommt jetzt zu uns. Schon mal freilassen. Diese Maden sind eine verdammte Plage. Drei Stück. Ganz ruhig. Art, kommst du, um mir zu helfen? Er muss sich da jetzt zwischenstellen. So viel Zeit muss sein. Hilfe! Ne? Ey, du sollst nicht um Hilfe schreien. Du Idiot. Aber ab hier. Hilf mir! Lass sie erstmal abhauen. Kann man die nicht zerstören oder so? Das ein Panzer wird hier nicht anrücken. Mehr sind das gar nicht. Wir können eigentlich mal aufs Dach. Hier durchsehen, ja. Moment. Ach, wir haben vielleicht einen Stein. Baseball, siehst du? Pass auf. Wie macht man das denn jetzt? Das war knapp, Alter. So eine Scheiße. Die Treppe hoch oder was? Da hinten ist einer. Mucke ist geil. Das macht das richtig, richtig spannend. Ich glaube, das ist aber trotzdem alles ziemlich einfach. So, wie kann man den Baseball jetzt auswählen? Seht ihr das? Aha, so. Und jetzt hätten wir, glaube ich, auf dem linken Button, ne? Muss das mal testen. Alter, was war das denn? Was macht er denn da? Ein Moment, wir haben ein Scharfschützengewehr. Muss der denn getötet werden, oder was? Ist das Raphael? Ich weiß nicht. Nee, das ist er nicht. Bleib stehen. Darf der abhauen?
Es ist aussichtslos. Muchas gracias. Muchas gracias. Was ist mit dem anderen Bastard, das macht nichts, das abgehauen ist, ne? Sichere die Umgebung. Boom, boom. Mal gucken, ob wir ihn so... Jetzt kommt der Bastard, ne? Wer will abhauen? Ich weiß es nicht. Den holen wir uns erst mit der Shotgun. Und willst du... Hahaha! Willst du da, du? Reparieren? Nö. So. Neue Ausrüstung. Krokodilleder. Scheiße. Neuer Talisman, Bullenhai. Hier war nicht mehr, ne? Sichere die und dieses Soldados. Dann reden wir übers Geschäft. Da hinten ist noch ein Soldado. Wie sich das anhört, ne? Soldado. Moment mal. Oh, da ist noch eine Kiste. Da ist ein Scharfschütze. Ich hab den Laser doch gesehen. Oh. Ein Moment. Iranischer Geschichtsverein. Als die Plantage wuchs, wurden auch weiter verzweigte und mit mehr Schmuckelementen versehene Gebäude errichtet, um den zunehmenden Reichtum der Kolonie zur Schau zu stellen. Auch wenn er derzeit verfallen sein mag, war dieser Glockenturm einst das größte Schmuckstück des gesamten Tales. Mhm. Oh, ach, da geht die Treppe hoch. Schon wieder dieses Geräusch. Mhm. Hallihallo. Momentan weiß ich noch nicht, für was man das Schießpulver gebrauchen kann. Mama hatte recht. Ich hätte Buchhalter werden sollen. Du da! Komm her! Gracias. Hat Bembe dich geschickt? Si. Bist du Rafael? Ich habe Papiere für dich. Sie liegen im Truck in der Nähe. Bembes Kunden stehen drauf. Beeil dich besser. Und was machst du? Ich gehe zurück in mein Atelier. Ich muss noch mehr Kunst erschaffen. Bembe, ich habe deine Kunden und deine Papiere von Rafael. Okay, Rojas. Dann bring meine wertvolle Fracht zum Hafen. Ja, okay. Notiz in einer stark geneigten Kursivschrift. Rafael, mein Freund, die Zukunft unserer Beziehung liegt in deinen Händen, deines talentierten Fälschers. Wir können eine für beide Seiten vorteilhafte Übereinkunft erreichen, gefüllt mit Respekt, Bewunderung und Pesos. Wir können uns auch über so unwichtige Dinge wie Sicherheit und Bezahlung streiten. Ich bin nicht hier, um dir zu sagen, was du tun sollst. Die FND rivalisierenden Gangs, ein verärgerter Kunde, der unzufrieden mit einer nicht gelieferten Ware ist, all diese Leute werden dich zwingen auf die eine oder andere Weise. Ich habe Anweisungen für einen neuen Satz Dokumente beigefügt. Mach ein paar offensichtliche Fehler in die angegebenen Pässe. Yara zu verlassen ist eine Entscheidung, Rafael, aber manchmal muss man das Zünglein an der Waage sein. Dein Freund Bombay. Bembe.
Gut. Hier gibt es Informationen. Ah, sie hat viel zu wenig Ausdauer. Das würde ich als erstes pushen. Hier. Was hast du für mich? Du hast was für mich? Wir haben ein weiteres Zielobjekt für dich, Dani. Es ist eine Flugabwehranlage. Ich markiere sie dir. Muchas gracias. Ja, da werden so viele Sachen noch sein auf der Riesenmap. Ist Boomer wieder richtig gut drauf? Ich glaube schon. Oh. Geht es allen gut da hinten? Ramonas! Ja, ich bin im Truck. Das Boot wartet. Beschädige die Ware nicht. Ware? Oh, mit Zeit, das mag ich gar nicht sowas. Ich hab hier einen Laster voller Menschen. De rodillas voy cumpliendo penitente. El viacrucis de la cruel humillación. Das sollten wir locker schaffen. Hoy me abrazo a las copas sin medida. Hoy son ellas la cruz de mi dolor. Por amor voy sufriendo esta agonía. Cual si fuera en vez de amante un redentor. Easy. Papiere. Einen Moment, Weihnachtsbäume? Wachsen die denn hier? Mexikaner zahlen echt einen Haufen Geld dafür. Was denkst du, wie Castillo Marias neues Gesicht bezahlt hat? Na gut, weiterfahren. Bembe ist hoffentlich hier. Aquí traigo un ton con montuno, con mi son montuno, aquí traigo un ton. Aquí traigo un ton con montuno, con mi son montuno, aquí traigo un ton. Ah, con montuno, ah, con montuno. Du machst wunderbare Arbeit. Sicher werden unsere Freunde das zu schätzen wissen. Ah, Momento, amigos. Hier ist nicht eure Haltestelle. Was zum... Die nicht? Geschäftsausgaben. Was zur Hölle soll das heißen? Mein Talent ist der Handel, Rojas. Warum überlässt du dir nicht mir und konzentrierst dich auf dich? Lauf zurück und sag Paolo, dass er gehen darf. Vaya con Dios. Jetzt hat er wieder eine Goldkette. Zu Anfang des Let's Plays war sie grün. Ein Auge für Details. Paolo, gute Neuigkeiten. Du bist Bembe los. Das waren ja echt üble Schulden. Gracias, Dani. Aber das bleibt unter uns. Talia hasst alles, wofür Bembe steht. Ich schulde dir was. Aber Talia und ich werden nach wie vor von dieser Insel fliehen. Das ging ein bisschen schneller. Nachricht in verblasster Schrift. Ich kann es fast selbst nicht glauben. Geh bloß nicht zurück zu Fort Oro, Mariella. Dieser Ort ist das, ist des Teufels. Tia Delphine war dort und hat Klavier gespielt, aber es war nicht wirklich sie. Ihre Augen waren pechschwarz und sie redete wie vor dem Unfall. Kernherausforderung abgeschlossen. Ubisoft. Als ich zu ihr hinüberrief, fing sie an, fürchterlich zu kreischen. Ich werde den Klang dieses Kreischens nie vergessen. Geh bitte einfach nie wieder dorthin. Hör nicht auf Che Valdez. Es ist
nicht sicher dort. Bitte. Dann machen wir auch mal eine Folge Schatz suchen. Partyflyer. Bist du genervt von Castillo? Gab es bei dir mal wieder eine Hausdurchsuchung? Hast du es satt, dem Regime zu dienen oder am Hafen zu arbeiten? Dann komm tanzen. Die Höhle heilt dich. Von den Top-Charts bis zu diesen beschissenen Schnulzen, die deine Abuela immer hört. Keine Sorge, wenn die Engtanzmusik kommt, kannst du dir einen Drink holen. Bring ein paar Knicklichter und deine Abenteuerlust mit. Keine Bullen erlaubt. Die dürfen nicht feiern. Aber hier ist doch noch eine Information. Hier, ne? Siehst du? Einige Soldados haben sich verplappert, dass in der Nähe demnächst militärische Vorräte abgeworfen werden. Du musst dich beeilen, um rechtzeitig dort zu sein, aber es wird sich für dich lohnen. Pfadfinder Ehrenwort. Ach, das kenne ich schon. Vergiss nicht, der Mörderdame sowie ihrem treuen Springer und Läufer zu danken. Abfangmission. So, meine lieben Freunde, das reicht noch. Für eine zweite Story-Mission. Hype-Bombe. Zeit für eine Runde Gelehrer Marketing, Dani. Wir werden Radio Libertar ins Leben rufen. Schritt 1. Vandalismus. Du wirst unser Logo über Maria Marquesas Propaganda sprühen und ein paar Flugblätter Bomben Marke Eigenbau legen. Schritt 2. Der totale Wahnsinn. Das können wir machen. So. Oye, que volá. Ich weiß, dass Paolo viel mit dem Lager zu tun hat, aber wir brauchen echt mehr Hilfe. Mehr Kanonen, bitte. Weißt du, ich bin ein knallharter Radio-DJ. Okay, das ist gelogen, aber du hast mich inspiriert, Dani, mit deinem Guerilla-Ding. Ich träume davon, meine sexy Stimme, Musik von Maximas Matanzas und die Botschaft von Libertad über den Äther zu schicken. Ich nenne es Radio Libertad. Ich träume davon, dass du ein Logo überall auf Maria Marquesas beschissene Propaganda sprühst. Hier sind Sprühfarbe und ein paar Bomben, die ich gemacht habe, um Flyer schneller zu verteilen. Mit Gegenpropaganda ins Herz der Maschine. Boah, ich krieg eine Gänsehaut. Du auch? Da unten? Nein, nur ich? Okay, cool. Gänsehaut da unten. Ja! Ich kann's kaum erwarten, dass Thalia und Paolo das sehen. Überfliege ich mal kurz. Boah, ist in Ordnung. Oi. So, mal sehen, wo das ist. Ach. Okay. Da können wir schnell hinreisen. Ach, zum Ort nicht. Einen Moment. Zum Ort nicht. Aber woanders hin, ne? Das geht nicht. So, dann, das ist noch nicht verfügbar. Ja, hier, ne? Nö, das ist keine Schnellreise. Ach, hier haben wir einen Kontrollpunkt. Das geht auf jeden Fall. Wunderbar. Na,
Station? Wie kommst du? Oh Mann, Alter! Schiff gemacht. Man kann mit der Waffe so eine Fahrzeuge sehr gut platt machen. Dani, die Armee hat gerade eine Flugabwehranlage fertiggestellt. Ich markiere sie dir. Danke, danke. Ja, wenn man das nachher alles macht, was auf der Karte freigeschaltet wird, kann man bestimmt 80 bis 100 Spielstunden rausholen. Und da gehe ich mal stark von aus. So, wir nehmen jetzt erstmal wieder die Karre hier, die kenne ich schon. So. Brasileiras. Costa Rica, El Salvador. Ah, die Informationen will ich alle haben. Der schiebt aber ordentlich über die Vorderachse. Oh, ah, der ist sehr schwer zu fahren. Ach du Schande. Wir sind ins Benzin reingefahren bestimmt, ne? Ei. Mal gucken, ob wir... Geht nicht, ne? Wenn der ausgebrannt ist, geht das nicht mehr. Ja, klar, ist auch sehr gut. Mhm. Hunting? Ja, und wenn man das auch alles noch macht, also wir werden sehr, sehr lange das Spiel zocken. Wollen wir mal richtig Far Cry komplett durchzocken, so 100%. Hier ist noch eine Kiste. Was ist das? Achso. Mhm. Aha. Ab in die Natur. Da ist was im Wasser. Seht ihr das? Da könnte man angeln. Das können wir einfach mal ausprobieren. Hab noch nie gemacht. Wir müssen. Ach, das müssen wir bestimmt noch pushen. Na, das könnte klappen. Nee, also das machen wir anders. Wir gehen mal dahin. Pass auf, da wird gleich einer beißen.
Testen wir das mal. Komm. Ja gut, mit Angeln muss man Geduld haben, ne? Dann haben wir aber auch den falschen Köder. Man kann nicht in jedem Gebiet einfach rausschmeißen und dann beißt er, ne? Man braucht hier verschiedene Haken und alles. Na? Da ist doch einer da hinten. Lange warten wir natürlich nicht mehr. Oder es nur mal testen. Nein. Hau rein. So, aber jetzt holen wir uns die Kiste. Wo ist sie denn? Da unten. Ist das nur Medizin oder was? Nee. Krawallhose. Krawallhose. Die Verteidigung gegen Panzerbrechende. Ja, das ist gut. Das haben wir schon als Oberteil. Wunderbar. So, und jetzt müssen wir dahin. Wieso? Kann man das reparieren oder was? Glaub nicht. Das zeigt er trotzdem noch an. Ah, hier ist noch ein Auto. Er wieder hier, das kostet Kohle. Hey, ich rede mit dir. Dachte ich mir doch. Hey, ich hab was für dich. Was kannst du mir sagen? Du zahlst besser als der. Ey. Oh Mann, Alter. Junge. Ach, die da hinten, die wollen auf den schießen. Jetzt knallen sie den ab, ne? Ah, so ein blöder Scheiß. Haben sie ihn platt gemacht, ne? Na gut, der wird irgendwo anders wieder spawnen. Ja, der wird woanders wieder spawnen. Alter, jetzt haben wir es 6 Uhr. Die ganze Nacht durchgemacht. Momentan gefällt mir das gut, nachts durchzumachen. Die Zeit gefällt mir gut. Ziehen wir gleich noch einen Film rein und so 2-3 Bier nach dem ganzen Kaffee gesaufe. Das ist nichts Tolles, ne? Was ist denn da?
ist. Aha. Hahn? Geil, jetzt haben wir einen Hahn. Mit dem können wir Hahnkämpfe machen, glaube ich. Gut, das hat sich ja gelohnt. Ja, hab ich so schnell, hab ich die falsche Taste gedrückt. Hey, Vicho, ich bin in Segunda. Ui, wurde auch echt Zeit. Du bist langsamer als mein Stuhlgang nach zu vielen Platanos. Vicho, muss das denn sein? Worauf wartest du noch? Sprüh die Poster an, leg die Bomben, verbreite die Kunde. Radio Libertad steht in den Startlöchern. Correre, auf geht's! So. Hier, ne? Ist ja schon hier. Oh, sieht gut aus. Siehste? Ach, die müssen wir jetzt selber alle finden, oder was? Das wollen wir mal sehen. Hier ist noch eins. Ich glaube, ich könnte Karriere machen. Zwei von selbst. Ah, die Stadt ist groß. Wir waren hier in der letzten Folge hier. Ein guter Ort für Vichos Flyerbomben. Sprengstoff an einem öffentlichen Ort legen. Ach, was hier kann da schon schief gehen? Die Mülltonne, ne? Ich bring nur den Müll raus. Da gibt's nichts zu sehen. Bomben gelegt. Oh, Scheiße! Ist hier noch eine Mülltonne? Nee. Ah! Hast du gesehen, ne, du Arschloch? So, das waren sie. Jetzt suchen wir nur noch die Poster. Was heißt die Poster? Die Plakate. Da hinten ist noch eins. Oh, jetzt sind sie aber sauer geworden. Fick dich, Castillo. Drei Stück noch. Ich hoffe, das sind mehr als drei Stück. Dass man da nicht nachher die Nadel im Heuhaufen sucht. Gracias. Achte auf die klaren Linien, okay? Verstanden, Bicho. Also, locker aus dem Handgelenk, ja? Weiche Bewegungen. Ist ja gut jetzt. Ich liebe dich. Okay, okay, ich erinnere. Aber beim Poker hast du keine Chance. Da ist eine Waffenkiste. Ich setze 200 Pesos. Geil. Boah, unser erster Raketenwerfer. Geile Sache. Moment. Raketenwerfer. Na, die Pistole brauchen wir nicht unbedingt. Obwohl die sehr gut ist. Aber wir wollen unseren ersten Raketenwerfer haben. Ach, das ist die Seitentasche. Das geht gar nicht. Scharfschützengewehr, dann nehmen wir mal die AK weg. Dann haben wir aber wirklich wenig. Das ist eigentlich zu wenig. Naja, gut. Geil, das lese ich euch mal vor. Hohllandungsgeschoss, explosiver Aufprall, mittlere bis hohe Reichweite, Fahrzeugabwehr. Es gab so ein Café in der Altstadt, wo wir jeden Abend Jazz gehört haben. Die Rhythmen, die Tänze, das Geschrei, der Rauch, es war so schön. Castiellos Hunde haben den Laden zu Schutt und Asche gebombt. Ich habe dieses Schätzchen aus ein paar alten Klarinettenteilen gebaut, damit es endlich wieder etwas lauter wird, anonym. Diese einzigartige Waffe kann sie nicht verbessert werden. Mod. Geschwindigkeit von Ziehen und Wegstecken wird erhöht. Der Waffenschaden bei Gegnern mit niedriger wird erhöht.
hier kommt wieder unsere. Genau. Geil. Den werden wir ausrüsten. Ja. Mit kleinen Hubschrauber und Panzer. Muss man sich vielleicht irgendwann vom Scharfschützengewehr trennen. Ja, das werden wir uns jetzt. Obwohl, das ist sehr geil, das Scharfschützengewehr. Schade, dass wir nicht mehr Waffen mehr tragen können. Die Shotgun ist nämlich auch sehr geil. Und hier geht nichts anderes. Na, ist egal. Wir brauchen noch 3 Plakate. Was geblinkt. Brauchen wir nicht. Na, wie gesagt. Hoffentlich sind das nicht genau 6 Plakate. 10 wären besser. Denn dass wir hier nachher die Nadel im Heuhaufen suchen, das wäre ein bisschen blöd. Sackgasse, wa? Lass den Hund in Ruhe, du Wichser, Alter. Tierquäler. Oder zeigt er das irgendwie ein bisschen an, wo die Plakate sind, in Gelb? Alter, jetzt reicht's mir, aber jetzt machen wir die Wichser erstmal platt hier. Machen wir die Wichser erstmal platt. Es sei denn, da kommen nachher immer mehr. Ach, dass ich da nicht rüberspringen kann. Auf. Wir müssen weg! Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Ach, da oben ist noch ein Plakat. Sollen wir denn da hochkommen, sag mal? Da oben rauf? Na gut. Ein Arayarara versteht, dass er von 1000 Lügen umzingelt ist. Ich sollte lieber meine Graffitis fertig kriegen. Und da aus, na, das ist verstanden. 1000 falsche Stimmen buhlen um eure Aufmerksamkeit. Aber nur eine Stimme gibt euch die Ehrlichkeit, die ihr verdient. Meine. Yara hat eine Wahrheit, eine so. Zukunft und da müssen wir rauf. Der uns ins Paradies führt. Ich weiß nicht, ob das hier richtig ist. Alter. Müssen wir mit dem Fallschirm darauf oder was? Jetzt haben wir aber gleich eine ganz schöne Höhe erreicht. Totenbrenn sind wir noch. Ups. So, jetzt kann man das Gebäude nicht sehen, oder ist das unter uns? Als Wahrheit verkauft werden. Falsche Yarana und Terroristas wollen unser Land mental vergiften. Yara lässt sich nicht manipulieren. Ah, das ist ja ganz schlecht, geht das ja. Das kann man fast gar nicht steuern. Na gut. Wir werden noch Plakate finden. Das hatten wir schon. War da oben eins? Nee. Ich sollte lieber meine Graffitis fertig kriegen. Ja, sehr witzig, Alter. Mal gucken. Das zeigt er nicht an, wo die sind. Oder? Nee, zeigt er nicht an.
Ja. Da kann ich jetzt wieder sagen, ihr könnt meine Videos vor- und zurückspulen. Ich schneide sie nicht. Mann, nun klebt doch mal hier ein paar mehr ran, Alter, echt. Alter, hier sind nirgendwo Plakate. Hätten wir hier mal ein paar mehr rankleben können, oder? Ist das richtig hier? Ja, ne? Na, wunderbar. So. Immer schön aus dem Handgelenk. Noch zwei Stück. Hier sind noch große Wände. Hier drin wahrscheinlich nicht, ne? Oh, das ist nur eine Frage der Zeit. Genug Festplattenplatz habe ich auch noch zum Aufzeichnen. Da gibt es Informationen, aber nö, das ist nah dran, dann können wir das machen. Hübscher Hund. Na? Ach, da oben ist er. Sie. Du, komm her. Die Armee errichtet einen Kontrollpunkt. Als gute Nachbarn sollten wir sie willkommen heißen. Warum erweist du ihnen nicht die Ehre? Danke. Wir haben eine schöne Aussicht. Mal ja mal genießen. Geil. Na, Just Cause 4 habe ich, ich glaube auch Let's Played, aber ich kam in einer Mission nicht weiter. Das war so dumm gemacht und dann habe ich das Spiel beiseite gelegt. Vielleicht schauen wir nochmal in Just Cause 3 rein. Aber jetzt brauchen wir erstmal die letzten. Wieso? Haben wir jetzt alle fertig oder was? Uns fehlten doch noch. Das kann da wohl nicht. Moment. Ja, okay, die Bomben müssen wir nochmal neu machen. Aber zum Glück die Plakate nicht. Und hier, genau hier ist eins. Oh, sieht gut aus. Die anderen hier, die. Sagt, die Bomben sind ja ganz einfach. So, hier müsste, glaube ich, gleich noch eins sein. Fünf, okay. Da waren wir schon. Meine Frau meinte, dass die sie nicht wirklich behandelt haben. Wir haben nur Tests und Notizen gemacht. Jetzt habe ich sie seit zwei Wochen nicht mehr gesehen. Da oben? Eher nicht. Ja. Ja, das ist jetzt das Letzte. Also ich hoffe mal nicht, dass das so gemacht ist, dass da wirklich nur 6 Stück sind. Aber das glaube ich eher nicht. Ob da hinten eins dran ist, an den grünen Häusern, ich glaube nicht. Glauben heißt nicht wissen. So. Hier ist nichts mehr, ne? Nee. Da ist noch eins. Wunderbar. Ich sollte meine Graffitis fertig kriegen. Genau. Wunderbar. Ich glaube, ich könnte Karriere machen. So, jetzt wieder die 3 Bomben legen. Auf dem Marktplatz. Und dann war's das.
war das andere, ja, aber da kommen wir gar nicht ran. Erstmal die Waffe weg. Genau. Ich hab die Waffe weggesteckt. Blöd, Mann. Schauen wir mal. Ah, wo ist der letzte? Jawohl. Micho, bin fertig. Nein, Mann, bist du nicht. Bereit für den nächsten Schritt? Das bin ich. Okay, Alinda ist unterwegs. Ein Banner enthüllen. Live um 40. Und du wirst es gegen mein Banner austauschen. Oh, werde ich das? Es hängt ziemlich hoch, aber du schaffst das, ja? Klar, wird voll drauf stehen. Auf geht's, Team! Gut, ich mach's. Auf geht's, Team! Jetzt müssen wir auf den Kran. Okay. Alle, jetzt greifen sie uns an. Ah, dieser blöde Hubschrauber. Ich hoffe nicht, dass... Der ist so treffsicher. Was soll man hier machen? So. Na komm. Hey. Hey. Na nun komm. Wunderbar. Micho, ich habe mein Strafregister soeben um Vandalismus erweitert. Oh, pass auf. Supremus? Ne, brauchen wir nicht. Da hinten müssen wir hin. Den holen wir gleich vom Himmel. Ach, wir haben unseren Raketenwerfer. Geil. So, das macht nichts. Oh, die hat sich das Handgelenk gebrochen. Erstmal hier in Deckung. So. Vier Stück im Magazin. Oh. Na, das ist natürlich... Er bewegt sich. Muss ich kurz warten. Oh, das ist schwer. Da müssen wir näher ran. Hey! Ah, fuck, Alter, das ist natürlich sehr schwer. Jetzt reicht's, jetzt machen wir es anders. Gegen Panzer ist das aber sehr gut. Hubschrauber ist schwer zu treffen damit.
Achtung, es geht los! Und nun eine besondere Ankündigung. Hallo, meine lieben Freunde aus dem Ausland. Irgendwelche Fragen, bevor wir anfangen? Ministra Marquesa, sind Sie besorgt? Wie reagieren Sie auf die Gerüchte, Diego Castillo sei Ihr Sohn? Gar nicht. Diego Castillo ist der Sohn des Präsidenten und ein Vorbild für alle wahren Jaraner. Und nun ist es mir ein Vergnügen, den Bau des Anton Castillo Kulturzentrums für wahre Jaraner zu verkünden. Geil. Das ist geil. Sehen Sie? Das ist die Art kultureller Beschmutzung, gegen die wir ankämpfen. Ah, wir müssten uns kurz Ihre Telefone und Kameras ausleihen. Jeder in ganz Yara hat diese Scheiße gesehen. Oh mein Gott, Danny, wir haben so viel zu tun. Ich raste hier noch völlig aus. Das war gut. Das ist auch ein geiles Auto. Das nehmen wir uns einfach nochmal. Ey! Jetzt haut er ab. Du bist ganz schön schnell, du. Ja. Gute Beschleunigung, wa? Alter, der hört sich richtig an wie ein V8, Alter. Geil. Spuren hinterlässt er auch. Hinterlässt er auch hier, du. Na, ist schon geil programmiert. Ja. Die Mission war auch gut, meine lieben Freunde. Wir waren bei 31,5%. Aber wir machen das anders. Wir gehen wieder in die Basis, wegen also Zwischenspeichern. Oye. Buena. So. Wollen wir mal schauen. Von 31,5. Ja, okay. Diesmal waren es 3,5%. Aber jetzt haben wir 10 Stunden voll. 20 Stunden wären 70%. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir nur 30 Stunden Spielzeit haben. Werden wir sehen. Auf jeden Fall ist die Story sehr geil. Ja, meine lieben Freunde, das war heute die letzte Folge für heute von Far Cry 6. Wir haben es schon 6.10 Uhr. Auf mich warten jetzt noch ein paar kühle Blondinen im Kühlfach, im Kühlschrank. Ja, war ein langer Tag, aber war ein geiler Tag. Na, und ich freue mich riesig auf meinen PC. Ja. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn ich mehr weiß. Der Kredit ist schon durch, wie gesagt. Wir haben heute Mittwoch, Freitag, sagt der Berater von der Targobank, sollte das Geld drauf sein. Ein paar Sachen, also ein bisschen Geld habe ich auch noch über. Ja. Und dann haben wir einen sehr potenten Rechner für die nächsten Jahre. Genau. Ja, meine lieben Freunde. Das war die neueste Folge Far Cry 6. Hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß. Ja. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zuschauen. Und wünsche euch wie immer noch einen recht schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye, bye.